Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Steine ist unser großes Ziel, eigentlich nicht so Steine. Wir wollen so unseren ersten Strom eigentlich aufbauen und ja, hier so ein bisschen weiterkommen mit unseren Gebäse. Auch hier sowas wie den würde ich gerne fertig machen. Da hatten wir ja letztes Mal hier die Beete angesetzt, ne, damit wir ein bisschen mal Stock und Stein kriegen. Ja, ist noch eine Menge zu tun. Um, sage ich mal, für die nächsten Abende, ja, gerüstet zu sein, ne? Wenn die Vollidioten dann auch wieder kommen und mich fressen wollen, mich verputzen wollen oder einfach nur so machen wollen bei mir. So am Körper, so am, wie so eine räudige Katze, weißt du, so. Das ist immer so, ja, keine Ahnung. So kommt es mir zumindest immer vor bei denen. Da die nichts Besseres zu tun haben, außer 24 Uhr sich zu treffen. Denn zu sagen, ey, los komm, lass den Blödmann voll auf die Schnauze kloppen. Aber dagegen wehren wir uns ja, ne? Zumindest versuchen wir es, ne? Bisher hat es ja gut funktioniert, ne? Wir spielen ja immer noch auf Überleben. Schwierigkeitsstufe. Bisher kann ich mich jetzt nicht beschweren, also gefühlt komme ich da sehr gut zurecht. So laut heute bei mir. Voll auf 100 gedreht. Ich dachte, warum explodieren denn jetzt gerade meine Ohren so nebenbei? So ein bisschen Stuff brauchen wir ja. Auch ganz, ganz viel. Oh, ein Level Up. Schön. Auch ganz, ganz viel. Wieso Zeugs? Besonders. Siehst du, ich bin noch gar nicht hier eingerichtet. Ne? Ich hatte damals mir einen Zettel gemacht, wo alle Koordinaten drauf standen. Wo was zu holen gab. Wir hätten natürlich jetzt auch ein bisschen gucken können, dass wir irgendwo hinlatschen, wo es Sinn macht, ne? Aber wir haben ja Labor und Kirche und Fabrik. Was haben wir denn als nächstes hier so Schönes gehabt? Könnt ihr ja vielleicht mal ein bisschen überlegen. Aber ich glaube, so jetzt fällt mir gerade gar nichts ein. Ich sag mal, jetzt ist eh noch Tag runter, ne? Bis zur nächsten Folge hätte ich ja eh denn die Koordinate. Oder jemand von euch schreibt mir das, ne? Das wäre natürlich auch noch eine Alternative. Da ich wüsste, wohin es als nächstes mich verschlägt. Was so sinnig wäre. Auf jeden Fall wäre es ja auch gar nicht schlecht, wenn wir denn irgendwann das Motorrad zusammen wie heißt es? Klabusern würden. Oder zusammen schustern würden. So. So wäre wichtig und richtig. Dass wir hier mal ein bisschen mobil werden eigentlich. Aber bisher laufe ich hier noch rum. Ich hole mir erstmal ganz viel Stein. Weil das da oben so viel abgefackelt ist, hat mir jetzt weniger gefallen. Und wenn Nagna kommt, ne, ist das natürlich auch das erste auf meiner Liste. Und dann, naja, siehst du, das hätten wir gucken können. Ich denke mal, wir sind ja auch ein bisschen kräftiger. Ich gehe mal noch zurück. Wir nehmen uns mal die Zeit. Orchina hat gesagt, die macht sich die Fußnägel. Schön gelb. Ist sie so gebogen wie eine Hexe. So will sie die machen. Und bis dato habe ich Zeit hier zu spielen, hat sie gesagt, die Herrin. Sie meinte, wenn sie fertig ist, dann soll ich auch fertig sein. So gibt's auf die Schnauze. Guck mal, erwähnt, dass ich mich schminke. Deswegen haben wir so ein paar Minuten. Boah, guck die sauer. Ich darf das. Das ist der einzige Spaß, den ich habe im Leben. Guck mal, wer läuft denn da rum? So, wir haben ja ein bisschen repariert, also ein bisschen Reparatur-Dingensbummens hergestellt. Ne? Da könnten wir eigentlich ja schon mal ein bisschen was nehmen. Wir sind aber eigentlich auch ein bisschen stärker als sonst. Das heißt. Aha. Falsche Richtung. Ah, aber. Aha. Aha. Oh, über die Schulter, ne? Das ist aber ein ganz, ganz schlechtes Geschieße. Ja, besser ist. Ganz, ganz schlechtes Geschieße war das. Seid ihr hier überall? Wo kommst denn du her? Bist du Mastarbeiter oder was? Oder Mastschwein, ne?
Wurf und Kalle. Naja, ich hab das schon wieder gesehen, was du vor Ort hast. Könnte auch mal hell werden. Ah, ich konnte, ich habe Leertaste gedrückt, ne? Ich dumme Sau. Ich habe da echt Leertaste. Das ärgert mich ja schon wieder, wa? Ich bin auch irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Also, ich brauche hier auch irgendwas. Oder so rum. Jetzt rutscht immer weg. Nö, dann mache ich so rum. Jetzt rutscht nicht mehr weg. Mein Mauspad rutscht immer weg. Jetzt habe ich es umgedreht. Sollte eigentlich andersrum sein, aber ist egal. Ich nehme das auch so. Ist okay. Sie dürfen ihre Fußnägel jetzt so gelb machen. Oh, Sioni. Oh, Sioni. Das hört sich ja auch nicht schlecht an, ne? So nenne ich dich jetzt immer. Auch im Privaten. Ich gehe jetzt immer einkaufen und sage so, komm, oh, Sioni, komm. Wir werden alle gucken. Das Marketing. Das ist... Ja, siehst du? Ich mache nicht nur Senseo-Kaffee-Werbung. Aber aus einer Senseo-Maschine. Ich bin so arm. Ich trinke entkoffinierten Kaffee. Weil ich echt Kaffee-Liebhaber bin. Und das irgendwann im Alter tut es nicht mehr so gut, ne, auf der Pumpe. Und aber der von Senseo, der schmeckt mir nicht, ne? Deswegen nimm die andere Marken. Und du, blöde Kuh, musst sterben. So. Ja, und weil ich ja Werbung mache, kann ich ja auch Werbung in eigener Sache machen. So sieht's aus. So wird ein Schuh drauf. So, aber bevor wir hier Werbung machen, will ich noch den Stein haben. So, im Hintergrund hat mir Willi geschrieben. Auch nicht schlecht. Weil wir wollen ja noch so eine Silvester, vor Silvester Abend mit Punsch so einen Stream machen. Und das könnte lustig werden, weil mit Punsch werden wir, ich glaube, Valheim spielen. Und der wird da dann jedes Mal lachen über mich. Er hat natürlich schon wieder 10.000 Mal Vorahnung, ich nicht. Kennt ihr das? Das ist auch zum Beispiel so eine nervige Sache im Leben, ne? Hat man so ein Futzel Haut so am Finger. Und dann, wo kommt der? Erstmal den hier, okay. Da hat man ein Stück Haut am Finger und dann pult man so die ganze Zeit rum und denkt so, ach ja, hier im blauen Keks, ne? Und dann nervt es irgendwann so doll, dass man dann so denkt so, ah hier, das kommt, jetzt ziehst du die ab. Und jetzt ziehst du ja gefühlt dann 5 Meter Haut mit ab, ne? Aber nur so einen dünnen Tesastreifen so ungefähr, ne? Aber das ist so nervig und das tut weh, ne? Die kleinsten Wunden, du kannst eine Fleischwunde haben, wie ich bin hier letztens und bin ich in den Dornbusch reingefallen. Warum? Weil es kann wahrscheinlich, aber ich bin da reingefallen. Nee, ich wollte meine Lichterkette anmachen draußen, ne, weil die so ein bisschen struggelt. Also ich habe 3 Lichterketten im Vorgarten. Ne? Eine für die Hecke, eine für so ein, was ist das für ein Baum? Keine Ahnung, für so einen plattgedrückten Scheißbaum. Und eine für die Kleintanne. Ne? So, und die für die Kleintanne struggelt immer so ein bisschen. Und die wollte ich dann eigentlich so am Netzstecker mal ein bisschen drücken. Oh, das war aber daneben, Fräulein. Ah, ja, besser. Und weil ich vergessen habe, dass am Haus so ein blöder Rosenbusch steht mit ein paar Dornen dran, da bin ich natürlich dann rein, ne? Aber richtig, auch richtig durchblutet, so an der Hand, so alles hier, ich sehe aus, ob ich, keine Ahnung, mit Simba gekämpft und gewonnen, aber das tat jetzt gar nicht so weh, ne? So, die ganzen Beine durch die Jeans durch, ne? Richtig, richtig pompös mir die Beine aufgeschlitzt. Aber wie gesagt, das ist da nichts. Aber hier so ein kleiner Futzel am Finger. Mörderisch. Mörderisch. Kannst du gar nicht beschreiben. So, was habe ich denn jetzt noch gekriegt an Sachen? Jetzt das Messer nochmal? Nee, aber ich will das Messer nicht. So, und das lassen wir fallen. Wird jetzt kein Messer. Ich wollte gucken,
Weil wir müssen ja hier den einen haben für Schmied, ne? Hier. Da haben wir ja irgendwo Schmied. Hier, Schmied. Jungschmied. Achso, den können wir. So, den. Da müssen wir zur Mine. Ah ja, die Mine ist ja ganz weit weg. Mine ist doof. Den können wir. Büchsenmacher. Oh, wir können eine Büchse machen. Wollen du. Bumm. Achso, den muss ich denn. Achso. Ey, ich brauche Punkte. Ich habe keine Punkte mehr. Okay, jetzt sind wir hier eigentlich fast umsonst rein. Naja, nicht ganz umsonst. Wie viele Steine und so haben wir denn jetzt bisher? Lass mal durchsortieren. Ja, das sieht doch gar nicht mal so gut aus. Habe ich mir echt mehr vorgestellt? Ist okay. Wichtig ist ja eben auch Stock. Ja. Man dazu hat. Wie gesagt, so ein bisschen Zeit haben wir heute, weil große Juni sich ja die Fußnägel gelb machen möchte. Weiß nicht. Die hatte vorhin so einen lustigen. Die ist ja genauso bekloppt wie ich, ne? Das müsst ihr ja wissen, ne? Die ist ja komplett irgendwie auf Knackt, die Frau Sioni. Deswegen passen wir auch so gut zusammen. Und, die hatte davor so rote Fußnägel, ne? Weil sie mal da drauf gehauen hat. Und auf jeden Fall kam sie so aus der Dusche und meinte dann so zu mir so: Guck mal. Guck mal, wie sie mir zuhört, ne? Komm mal her. Komm mal ein bisschen her. Nur die Schulter gucken. Sag doch mal, die denken, ich bin bekloppt. Gib doch mal jetzt eine Hand. Nur eine Hand. Guck mal, wir sehen das bis hier. Bis, schau mal. Bis hier. Nein, das sieht man nicht. Nein, muss näher ran, muss da rum. Hier sieht man dich nicht. Komm hier rum jetzt. Oh, Sioni, komm rum jetzt. Die denken, ich bin auf Knacks. Lauf rum. Das heißt, und jetzt halt eine Hand rein. Guck mal, ich habe hier Hände. Na, ja, man sieht eine kleine. Oh, das war aber so eine Mini-Hand, ey. Jetzt haut's wieder. Ne, auf jeden Fall hatte sie so rot, ne, und weil das schon so rausgewachsen war, ne, kam sie aus der Dusche und meinte so: Kick mal, ne? Oh, was mache ich denn hier? Meinte sie so: Guck mal, ich habe schon eine Polenflagge auf der Füße. Auf der Zehen. Komplett. Wäre es wenigstens hier so eine England-Flagge, ne? Oder eine dänische, würde ich da sagen, so. Du hast Talent. Vielleicht gehen wir zu Superstar oder so. Aber so ging er auch. War ganz okay. Oh, ein Kranich. So, nur einer? Okay. Gudi. Oh Gott. Ja. Das ist. Ich wollte ja auch den Kranich haben, Kranich haben, Kranich haben. Ich wollte ja auch den Kranich haben, Kranich nur für mich. Ja, frag nicht. Das war ein Kranich. Ja, frag nicht. War nicht nur für mich. Und viele Steine besonders, ne? Habt ihr gesehen? Aber hier leben auch noch ein paar. Müssen wir richtig, richtig leise sein. Nicht, dass die kommen und dann sagen so, ey. Ioni. Was geht da? Also so ungefähr. So. Ja, die Steine nehmen wir uns ja. Ich will ja viel, viel bauen. Ich glaube, ich bräuchte auch eigentlich Holz, ne? So ein Presslufthammer wäre ganz, ganz cool. Aber ich hoffe einfach mal hier in diesem, sag ich mal, Gewälde, dass wir vielleicht hier noch ein, zwei Vögel schießen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Aber viel Stein hier, ne? Holla die Waldfee.
Siehst du, und da, so sind auch die Unterschiede, ne? Da, die Frau Zioni, die ist sehr kamerascheu. Und ich bin so eher einer, der überall seine Fratze reinhält, ne? Selbst auf Bildern, die gar nicht, also wo, bei denen ich gar nicht dazugehöre, ne? So Hochzeitsbilder und sowas, ne? Einfach so auf fremden Hochzeiten springe ich einfach so teilweise rein. Und dann einfach so. So eine Fratze reinzumachen. Das ist unvergesslich, ne? Und das könnte ja auch in 500 Jahren richtig viel wert sein, ne? Kann man ja nicht vergessen. Also vielleicht. Die Sache ist immer vielleicht. Was hast du? Die Bilder will keiner haben? Da würde keiner was zahlen. Oh, ist die gemein, ne? Immer außen Hintergrund, weil sie weiß, dass ich jetzt gar nicht aufstehen kann und mich wehren kann. Ich kann die jetzt gar. Was liegt da? Stopp mal. Nee, das war, glaube ich. Oh, wo kommst du denn her? Ich bin nicht so eine. Geh weg. Ist die gemein, ne? Sie meint jetzt aus dem Hintergrund, keiner würde was dafür zahlen. Ich glaube ja gar nicht dran. Ich glaube, das wäre sowas wie. Dr. Sommer mäßig, ne? Kennt ihr noch Dr. Sommer von Bravo? Jeder hat darüber so, oh Gott, was ist denn das für eine Scheiße? Und trotzdem hat man es gelesen, ne? Ich wollte jetzt nicht mit dir spielen. Ne? Es stand immer sowas wie, oh mein Gott, mein Freund hat seine Hand auf mein Schenkel gelegt. Werde ich jetzt schwanger? Ach man, waren das noch Zeiten? Damals war das wirklich noch cool. Heutzutage guckt man. Heutzutage kannst du gar nichts mehr angucken. Also egal, was du im Internet findest, ist immer das Schlimmste von allen. Oh mein Gott, wir haben kein Gas mehr. Oh mein Gott, wir haben kein Öl mehr. Oh mein Gott, wir haben viel zu viel Gas, es könnte explodieren. Oh mein Gott, wir haben zu viel Öl, es könnten Emirate kommen und uns angreifen. Also egal, wie, wo, was, da wird so gedreht. Hauptsache, man klickt nur noch drauf, ne? Ja, war das viel geiler. Da wurde einfach eine doofe Story, so wie, ich habe zwei Pickel auf der Stirn, werde ich jetzt sterben, ne? Und du hast einfach aufgeklickt, weil du dachtest, ey, vielleicht stirbt die wirklich, weil sie doof ist, ne? Aber die Zeiten sind so vorbei, denke ich mal. Oh, come on. So, wer will noch einen Kopf kürzer gemacht werden? Und bitte reiht euch. Ach, da hinten. Harry läuft da. Harry Potter. Ich habe auch gar nicht so viel Frieden bei jetzt, ne? Fällt mir gerade auf. Aber ich glaube, jetzt hier mit den ganzen, was ich gesammelt habe, könnte ich mir ein wenig schnell und einfach ein Lagerfeuer machen. Ich will so gar nicht. Du siehst aus wie eine Frau. Also, du siehst eigentlich aus wie ein Mann-Frau. Eine Frau-Mann. Ein. Ne, warte, aber. Oh Gott. War das knapp, ey. Guck mal, die da hinten interessiert es da weniger, was ich treibe. Wo denn? Ach, da drinnen. Moin. Hallo. Also die ist mit den Kämpfen momentan. Oh. Ich habe noch keine Stelle gekriegt, ne? Der Dicke stirbt einfach nicht. Er stirbt einfach. Oh, okay, er ist gestorben. Und Kopf weg. Super. Na, das war doch ein Bein frei, also wirklich ein Bein frei, weil einer hat ein Bein und einen Kopf verloren. Bleib mal stehen. Hä? 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 Wo ist sie hin? Wo ist mein Broiler? Oh Mann, ey. Jetzt ist der ganze Broiler weggeflogen. Bitte. Ist das hier leer? Und alle sind hier raus. Gut. Reload.
Brauche ich jetzt nicht. Nehme ich gerne, besonders zum Nachladen, das ist immer gut. Nehme ich auch gerne zum Nachladen, das ist immer gut. Was ist hier drin? Oh, Kupfer. Ja, lass mich mal bitte raus. Ey. Ja, ich weiß ja nicht, ob du... Ja doch, eigentlich weiß ich ja, dass du doof bist. Ich wollte es bloß noch nicht so ansprechen. Also, da ich jetzt hier meinen Vorgarten säuber, hätte ich jetzt gar nicht eigentlich gedacht, ne? Hier war ich schon mal? Hier war ich schon mal. Wo denn? Oh. Spontan getroffen, ne? Da kriegst du die ganze Zeit nichts auf den Kopf. Aber jetzt auf einmal, ne? Oh, ne. Oh nein! Muss ich Fleisch mitnehmen. Da muss ich jetzt Fleisch mitnehmen. Das ist aber auch mit dieser... siehst du, ne? Da kannst du die ganze Zeit davor passen. Und nichts passiert. Wirklich nur nichts. Also gar nichts. Nur nichtikus. Und dann auf einmal, zack, Rasur des Todes. Habe ich noch, ne, habe ich nicht. Gut. Ne, ich nehme das Fleisch so mit. Ja, ich denke mal, ich habe ja zum noch mein Katana jetzt in der Hand. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also ist ja nicht Katana, aber ich nenne es einfach so Katana. Dane. Dann kann ich hier das schon mal machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Also die Fußnägel sind noch nicht gelb genug. Hat sie gesagt. Vielleicht macht sie ja auch die Deutschlandflagge. Rot hat sie ja schon, meinst du? Ja, jetzt muss man so clevererweise sagen, so... Hm? Der hat ein bisschen nachgedacht, der Junge. Ein bisschen. Hast du schon gemacht? Schon fertig? Was? Welche Farbe hast du? Was? Bordeaux. Bordeaux. Gesundheit. Hä, wo habe ich denn jetzt meine Samen? Bin ich blöd? Hatte ich die bei? Wahrscheinlich hatte ich die bei. Das ist doof. Aber dann schlachten wir die da unten jetzt noch schön ab. Frauchen ist auch fast fertig, meinst du? Ausgewählte Farbe ist boah. Ich würde ja sowas Orientalisches machen, sowas wie Glitzer, Pink. Kommt hier? Aber er verträgt aber auch mehr als ein Achtarmiger. Der Wahnsinn. Ja, das kommt. Doppelpack. Doppelpack. One pack in your face and in your besser ist. Oh Gott, anstrengend, anstrengend mit euch. My Kinders. Anstrengend. So, wir haben alles wieder bei. Und ich wollte eigentlich erstmal hier oben rein, ne? Wenn wir hier reinkommen. Weiß ich ja noch nicht. Weil dann haben wir den hier schon mal safe. Vielleicht kann ich mir hier auch eine Broilerstation gleich bauen. Okay. Ne, das ist ein Fake-Haus, okay. Ich dachte, das ist ein begehbares Haus. Ja, hier sind noch ein paar drinne. Guten Morgen, guten Abend. Kommst du? Ma. Was ist das? Ja, und Neck auch noch. E-Mail. Aber ich höre schon, von draußen passiert wieder was. Ist auch nicht so geil. Momentikus, Momentikus. Wie, jetzt kommt einer. Gerade wo ich hier ein bisschen repariere. Repariere. Okay. Hello. Hello. Again. Du, ich möchte dich skalpieren.
Und vielleicht mit dir eine Wand beschmücken. Nur das heute. Ist der rausgerannt? Wo ist der? Kenneth. Komm. Oh, ich muss da rein, ne? Oh, gut gemacht, gut gemacht. Wenn jetzt ein Kinder kommt, habe ich es gut gemacht. Gott sei Dank. Schon sagen, ey, wenn die mir jetzt hier so richtig auf den Po gehen, wäre das jetzt nicht so geil. So, mal hier reinfinden. Oh, noch ein Kupfer. Sehr schön. Könnten noch 30 mehr sein, klar. Ne? Da sind wir ja nicht so. Wir nehmen gerne alles, was wir kriegen können. Und dann würde ich denn schon mal sagen, vielen Dank für Zuschauen. Auch schöne Grüße von Frau Sioni. Wir gucken hier noch schnell durch. Bevor ich hier irgendwas vergesse. Vielleicht mal ein Buch? Oh, ich krieg aber auch gar keine Bücher aus den Dingern, ne? Ist das euch schon mal aufgefallen? Ich krieg gar nichts. Nur nichts. So, die hatten wir ja schon. Ja, wie gesagt, schöne Grüße und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann latschen wir hier so ein bisschen noch runter in die City, würde ich sagen. Einfach mal so, weil wir es können. Also, bis dann. Ciao, ciao.